Knapp 3 Jahre hat es gedauert, ehe man auch abseits der Nintendo Switch in den Genuss von Shin Megami Tensei 5 gelangen durfte. Dem aber noch nicht genug, bekommen Spieler auf PlayStation 5 und der Xbox nicht nur die bekannte Geschichte der Ursprungsversion geliefert, obendrein gibt es mit Shin Megami Tensei 5 Vengeance einen gänzlich neuen Handlungsstrang, der dem ohnehin schon umfangreichen Rollenspielerlebnis noch einmal eine ordentliche Portion Inhalt obendrein spendiert. Für alle, die noch nie etwas von Shin Megami Tensei gehört haben, hier ein kleiner Überblick. Die Serie selbst stammt aus Japan und existiert bereits seit den späten 80er Jahren, als der Serienerstling für das Famicom veröffentlicht wurde. Dieses erfreut sich derart große Popularität, sodass Entwickler Atlus in den kommenden Jahren zahlreiche Nachfolger-Spin-offs und zusätzliche Spielerlebnisse schaffen sollte. Als bekanntester Ableger dürfte nicht nur in Japan die immens beliebte Persona-Reihe gelten, die viele Elemente von Shin Megami Tensei zu bieten hat, diese jedoch um einen umfangreichen Sim-Aspekt erweiterte. Shin Megami Tensei 5 oder dessen Erweiterung Vengeance hingegen sind klassische Apano-Rollenspiele, in deren Verlauf wir die Rolle eines namenlosen Protagonisten übernehmen, der sich mit unzähligen Dämonen und anderen Gefahren herumschlagen muss. Dämonen ist auch das richtige Stichwort, denn diese bilden das Kernstück des Spiels oder der Spielreihe. Ähnlich der Pokémon-Serie sind wir dazu angehalten, diese zu sammeln, zu trainieren und gegen andere Kreaturen in den Kampf zu schicken. Doch im Gegensatz zu Pokémon fangen wir diese nicht, sondern müssen diese beim Aufeinandertreffen entweder mit Items gefügig machen oder in einem Wortgefecht überreden, sich uns anzuschließen. Haben wir dann eine entsprechende Anzahl an Kreaturen gesammelt, ziehen wir mit diesen als Gruppe los, die Geschichte von Shin Megami Tensei 5 Vengeance zu erleben, haben aber auch die Möglichkeit, neue Kreaturen zu schaffen, indem wir die bereits gefangene Dämonen miteinander verschmelzen. Hier ist jedoch natürlich davon abhängig, welches Level unser Hauptcharakter besitzt, da wir regulär keine stärkeren Wesen als wir selbst in unserem Repertoire führen dürfen. Kommen wir aber nun zur Geschichte an sich, die sich in der Neufassung bzw. dank des Zusatzes Vengeance in zwei Handlungsstränge aufgliedert. Zum einen bekommen Spieler auf PS5, Xbox und PC nun die Möglichkeit, die Originalstory des ursprünglich exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichten Spiels zu erleben, was hier unter dem Namen Canon of Creation geführt ist. Hier müssen wir als Charakter in den Kampf zwischen den Dämonen und Engeln eingreifen, da dieser Konflikt droht, Tokio und wenig später die gesamte Welt zu vernichten. Einen ähnlichen Handlungsstrang verfolgt auch die zweite Story-Option, Canon of Vengeance, die jedoch ab circa der Hälfte der Spielzeit eine andere Richtung einschlägt und so entsprechende Anreize liefert, das Spiel entsprechend zweimal durchzuspielen, was am Ende bei ungefähr 150 Stunden liegen dürfte. Neben der inhaltlichen Erweiterung hat Shin Megami Tensei 5 Vengeance auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen in petto, die den Spielfluss angenehmer gestalten. Unter anderem lässt sich die Karte nun via Tastendruck aus der Vogelperspektive betrachten, was insbesondere bei der Suche nach Gegenständen oder bestimmten Gebieten durchaus hilfreich ist. Darüber hinaus wurden speziell für Vengeance neue Dämonen in das Spiel integriert, was die User noch mehr zum Sammeln und Experimentieren mit diesen anregen dürfte. War schon Shin Megami Tensei 5 die perfekte Fortsetzung von SMT 4 bzw. dessen Erweiterung Apocalypse, so reiht sich die Vengeance nahtlos in diese Riege mit ein. Zahlreiche neue Dämonen, einem mehr als umfangreichen zusätzlichen Handlungsstrang sowie zahlreiche Quality of Life Verbesserungen machen aus einem guten ein verdammt gutes Spiel, welches insbesondere allen JRPGs-Fans mehr als zu empfehlen ist.